Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mirror's Edge. Es sollte kein Problem sein, in im letzten Part haben wir einen neuen Auftrag erhalten von Plastic. Wir sollen sie nämlich scheinbar in Gateway einloggen. Also Plastic. Ach, verdammt. Das halte ich doch fest. Umleitung ist alles, was du dafür brauchst. Naja, möglicherweise muss ich für mich auch noch einen Dreadnought hacken. Möglicherweise oder auf jeden Fall? Das ist keine binäre Frage. Dann nehmen wir einfach mal an, die Antwort lautet auf jeden Fall. Diese Dinger sind ziemlich gut gesichert, Faith. Nur, dass du es weißt. Ja, ich glaube, das macht uns nichts. Faith, um zu Allcom zu kommen, musst du über die Turing Avenue. Setz das Mag ein. Okay. Ja, und wir haben noch den Greifhaken erhalten. Ist auch ein sehr lustiges Tool. Ich bin jetzt im Elkon-Gebäude. Gut, die Datenschleuse ist ziemlich weit oben. Also Plastik. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Wieso fragst du mich das? Nur so, ich wollte ein bisschen plaudern. Es wäre mir lieber, wenn du es nicht tätest. Okay, tut mir leid. Tja, nur nicht jeder Mensch möchte gern plaudern. In der Nähe ist ein ziemlich hohes WFYO-Bürogebäude. Vielleicht kommst du ja auf diesem Weg weiter nach oben und dann wieder zurück zur Allcom. Okay, okay, okay. Da ist wieder ein Typ. Ich bin bei WFYO. Schauen wir mal Dokumente für uns. Das Gebäude hat einen Aufzug mit Außenzugang. Der könnte hilfreich sein, um nach oben zu kommen. Ja, okay. Oder? Okay, jetzt fehlen noch ein paar Punkte für nächstes Level. Naja, benutzen wir doch einfach mal den Aufzug. Dieses Laufwerk ist faszinierend. Es hat eine gewaltige Speicherkapazität. Ich hätte nicht gedacht, dass Omnistat derart fortschrittlich ist. Aber der Typ, der es bei sich hatte, vermutlich ein Omnistat-Spion oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall. Dass es ausländisch ist, konnte sogar ich sehen. Aber Omnistat, die Sache muss für sie ziemlich wichtig gewesen sein, wenn sie dafür Agenten bis zu uns nach Glass schicken. Das würde vielleicht auch erklären, warum Krugerfeld die Sicherheit in letzter Zeit derart verstärkt hat. Ihr Grid-Traffic hat sich verzehnfacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriel Kruger sonderlich glücklich darüber war, inmitten seines kleinen Königreichs plötzlich auf Omnistat-Agenten zu treffen. Was denn für ein Königreich? Er ist überhaupt kein König. Okay, sorry. Nein, ich meinte... Ach, schon gut. Ah, verdammt. An die Wandläufe bin ich noch immer nicht ganz gewöhnt. Gehen die Sprünge relativ gut. Okay, ich dachte gerade schon, wir fallen runter. Wir müssen noch weiter nach unten. Schlossen wir uns doch ein. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Perfekt. Dann legen wir mal los und. Verdammt. Was ist? Ich muss auch noch einen Prioritätsswitch umlenken. Der nächste befindet sich ein paar Stockwerke unter dir. Faith, in der Kruger-Sektzentrale sind Meldungen über irgendwelche Vorgänge im Allcom-Gebäude eingegangen. Ich
dabei geht es um dich. Wieso vermutest du das? Natürlich geht es um sie. Schon gut. Trödel einfach nicht allzu lange rum, Faith. Wieso sollte sie... Verdammt. Okay. Ich muss schauen, wie ich das besser rüber bekomme. Ohne direkt runter zu fallen. Verdammt, das war knapp. So. Okay, da noch drüber. Sogar abkürzen können, wenn wir direkt runtergesprungen wären. So rum. Ach, halt dich doch fest. Das sehe ich schon mal. Sehr viele Gegner. Könnte spaßig werden. Komm schon. Seid vorsichtig. Ah, komm schon. Ich greife an. Okay. Ist egal, welchen. Okay, wir können keinen Fahrstuhl benutzen. Control, wir haben hier einen Sicherheitsverstoß. Bereit zum Angriff. Verstanden, Control. Wir kümmern uns. Ach, komm schon. Mensch, lass mich doch. Ja, okay. Der Raum ist offen und ich bin fertig. Du solltest dich jetzt zu dem Grid-Load aufmachen.
DNA-Texas besitzt. Ich hatte also recht. Hier ist deine Zeit. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Ich dachte, ich könnte den Gridnode über Allcom steuern, aber die Firewall verhindert es. Ja, bestimmt. Kruger-Sex-Verstärkung nähert sich dem Gebäude, Faith. Ja. Du musst sofort da raus. Ja, wir laufen ja schon. So. Hier kommt es leider. Ich bin draußen. Gut. Der Gridnode ist nicht weit von der Position entfernt. Okay, allerdings haben wir einen neuen Skillpunkt. Verdammt. Wir sollten unbedingt im Nahkampf noch ein bisschen besser werden. Machen wir wenigstens, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Allcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Es gibt ein paar Runner, die ihren Beat mit einem Gridnode verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Dadurch ging die Verbindung verloren. Wir brauchen vielleicht Verstärkung. Genau, bewaffnet. Ja, dann kommen wir gleich. Schnell weg. Nicht runterfallen. Mensch. Gut.
Ja, da kommen wir nicht weiter. Da ist ja den ganzen Weg zurückgelaufen, ja. Verdammt. So, was hast du uns das? Nochmal. Hier rüber. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wieso wird uns das hier angezeigt? Wir wollen noch dort hin. Wo müssen wir lang? Ich ziehe das recht falsch gelaufen. So, das nehmen wir noch schnell mit. Und auch ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Mirror's Edge. Ciao!